fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute. Ich bin hier gerade voll am Trainieren. Das Tier, um das es heute geht, das kann richtig gut boxen. Die roten Riesenkängurus sind wahre Weltmeister im Kickboxen. Und da will ich natürlich auf keinen Fall den Kürzeren ziehen. Denn die können auch gut und gerne mal so groß oder vielleicht sogar noch größer als ich werden. Da muss ich natürlich vorbereitet sein. Aber im Gegensatz zu mir brauchen die nicht ständig Wasser und müssen was trinken. Das tut gut. Ich trainiere noch ein bisschen weiter und für euch gibt's die nächsten Infos. Hier seht ihr, warum ich trainiere. Bei den Kängurus kann es ganz schön abgehen. Es sind nur die Männchen, die miteinander kämpfen. Meist streiten sie wegen eines Weibchens. Wenn ihr an Australien denkt, fallen euch bestimmt als erstes die Kängurus ein. Weil sie nur vorwärts springen können, stehen sie für den Fortschritt und zieren die 1-Dollar-Münze. Es gibt 61 verschiedene Känguruarten. Das größte ist das rote Riesenkänguru. Der Name Känguru stammt aus der Sprache der Aborigines, den Ureinwohnern Australiens. Ein englischer Naturforscher, der 1770 hierher kam, nannte sie riesige Hasen. Ich bin heute in Australien unterwegs, so ziemlich genau in der Mitte des riesigen Kontinents, in der Nähe von Alice Springs. Hier leben die roten Riesenkängurus. Hört ihr das? Das sind Dingos. Die können zwar den erwachsenen Riesenkängurus nicht gefährlich werden, aber den Jungtieren und den Alten und Schwachen schon manchmal. Hört sich so an, als wären die ganz schön nah. Ich gehe mal lieber weiter. Ich bin im australischen Hinterland unterwegs. Das wird Outback genannt. Hier gibt es viel unberührte Natur und nur ab und zu mal eine Straße. Also ideal für rote Riesenkängurus, die große freie Flächen lieben, mit nur ein paar Bäumen die Schatten spenden. Klar, in einem Wald kann man schließlich nicht so gut hüpfen. Schauen wir uns doch hier mal um. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach roten Riesenkängurus. Dieses Gebiet zu Fuß erkunden? Puh, ich bin froh, dass ich die Drohne habe. Und schaut mal, da sind sie. Und, habt ihr was gesehen? Ja, na dann nichts wie hin. Ich laufe in die Richtung, in die die Drohne geflogen ist. Und tatsächlich. Wow, da sind welche. Ich glaube, die machen gerade eine kleine Pause und ruhen sich aus. Sie sind super getarnt, weil ihr Fell dieselbe Farbe wie der Boden hat. Schaut mal, Leute. Solche Schilder sieht man immer wieder in Australien am Straßenrand. Die sollen die Autofahrer darauf hinweisen, dass sie bitte langsam fahren sollen, weil hier auch immer mal wieder Kängurus über die Straße hoppeln können. Leider kommt es trotzdem ab und zu Unfällen. Wenn man dann ein verletztes Känguru findet, soll man diese Nummer hier anrufen. Wo die verletzten Kängurus dann landen, das will ich mir jetzt mal anschauen. Und ihr kommt natürlich mit. Hier werden die verletzten Tiere wieder aufgepäppelt, in der Känguru-Auffangstation. Die wurde von Brolga aufgebaut. Mittlerweile leben hier über 50 Tiere. Um jedes hat sich Brolga selbst gekümmert. Die ersten, die neugierig angelaufen kommen, sind zwei junge Kängurus. Schau hier, was ich in meiner Hosentasche habe. 2 Milchflaschen.
Nimm eine Flasche so und mit der anderen Hand nimmst du die hier. Ja. Ah, ich darf beide füttern. Ja, ihr zwei. Oh Gott. Das hier ist Tilly und das hier ist Millie. Tilly und Millie. Wie alt waren die denn, als sie hier ankamen? How old were they when you found them? Ungefähr 5 Monate. In dem Alter bekommen sie ihr Fell. Okay. So before that, ohne dich hätten sie nicht überlebt? Oh nein. Die Mütter von Tilly und Millie wurden von einem Auto überfahren. Zum Glück hat das jemand gesehen und die Känguru-Babys zu Brolga gebracht. Sie hier ist eine alte Dame. Was? Ja, sie ist etwa 11 Jahre alt. Und das hier ist ein junger Mann und etwa 2 Jahre alt. Verrückt, die beiden sind gleich groß. Die Weibchen werden nur etwa 30 Kilogramm schwer. Die ausgewachsenen Männchen bringen mit 90 Kilo dreimal so viel auf die Waage. Ein Männchen wird gut 2 Meter und ein Weibchen nur 1 Meter groß. Die beiden warten auch auf Brolga. Sie wollen Hallo sagen, erklärt er, und sich ihre tägliche Kuscheleinheit abholen. Okay, man merkt, dass Brolga wirklich ihr Papa ist. Aber sie ist jetzt gar nicht rot, sie ist eher grau. She doesn't look red, she looks gray. Ja, alle meine Kängurus sind rote Riesenkängurus. Und wenn du Millie ansiehst, sie ist rot und die anderen da drüben sind auch rot. Aber jedes 5. Känguru wird grau geboren. Es ist einfach nur eine andere Farbe. Just a different color. Das ist ja lustig. Genug gekuschelt, Brolga will weiter. Es gibt noch viel zu sehen. Wir sollten jetzt mal raus in den Busch gehen und die anderen Kängurus suchen. Bevor wir raus in den Busch gehen, der ihr zu Hause ist, sollten wir ihnen sagen, dass wir kommen. Okay, ich dachte, wir rufen jetzt, kommt her. Okay. Ja, ich kann's probieren. War das gut? Da kommt plötzlich jemand angehopst. Das ist Roger. Er ist 13 Jahre alt und das älteste Männchen in der Auffangstation. Roger will einen Schluck Wasser trinken. Ah, okay. Sollen wir hingehen und zuschauen? Of course, ja. Den müssen wir uns jetzt natürlich anschauen. Wir können doch nicht in den Busch. Kängurus sieht man selten trinken, weil sie kaum Wasser brauchen. Roger ist ganz schön groß und kräftig, finde ich. Er kann bestimmt gut boxen. Hat er dich denn schon mal geboxt? Has he ever punched you? Ja, oh ja. Jetzt ist er ein alter Herr. Jetzt macht er das nicht mehr. Als er jünger war, hätten wir nicht so nahe bei ihm sitzen können, weil er uns dann angegriffen hätte. Kängurus sind super Kickboxer und Ringer. Sie haben starke Brust- und Armmuskeln. Und je stärker die Muskeln eines Männchens sind, desto besser kann er austeilen. Deswegen sieht er so muskulös aus. Beim Kämpfen setzt Roger nicht nur seine Kraft ein, sondern auch die hier, die scharfen Zehennägel. Damit kann er seinen Gegner ernsthaft verletzen. Gut, dass Roger nicht mehr an Rangeleien interessiert ist. Dennoch ist er immer noch jemand, der von anderen Kängurus respektiert wird. Seht ihr, wie vorsichtig dieses Weibchen sich dem Futter nähert? Jetzt geht's raus in den Busch. So nennen die Australier die Wildnis. Die Auffangstation ist riesig. Die Kängurus hier haben so viel Platz, dass sie gar nicht merken, dass sie von einem Zaun umgeben sind. Für uns bedeutet das, wir müssen erstmal ein ganzes Stück laufen. Schaut mal, was ist das? Ah, das hier sind doch bestimmt Schwanzspuren von einem Känguru, oder? These are
Ja, so sieht es aus, wenn das Känguru geht. Es ist dann sehr langsam und der Schwanz wird im Sand hinterhergezogen. Wenn du im australischen Busch bist und sowas siehst, keine Angst, das ist keine Schlange. Das ist nicht die einzige Spur. Das ist ein Känguru-Köttel. Ganz schön klein, very little. Ja, sehr klein und ganz trocken. Das ist etwa eine Stunde alt und schon trocken. Schau, es ist nur Gras. Oh ja. See, it's just grass. Ja. Just grass. Riecht nach gar nichts. Und dann sind sie auf einmal da. Das Weibchen sieht neugierig zu uns rüber. Und die Männchen zoffen sich. Ein Naturtalent. Have you been studying kangaroos a long time? Ah ja, ich habe das schon sehr viel geübt. Nicht nur Brolga, auch die Kängurus finden meine Rufe jetzt super. You see Indy over here. Das ist Indy. Hi. Oh, wow. Siehst du ihren Beutel? Ja, das ist ganz schön dick. Wenn du genau hinschaust, siehst du, wie er runterhängt, weil ein Baby da drinnen ist. Brolga öffnet vorsichtig den Beutel und ich kann einen Blick auf das Junge erhaschen. Es hat noch keine Haare, ist also erst ein paar Monate alt. In etwa 3 Monaten wird es ein Fell haben und zum ersten Mal den Beutel verlassen. Wenn die Känguru-Babys auf die Welt kommen, dann sind die gerade mal so groß wie meine Fingerkuppe. Und dann müssen sie schon einen ganz schön weiten Weg zurücklegen. Nämlich von der Kloake, wo sie rauskommen, bis in den Beutel. Und da können sie dann sofort an die Milchzitzen andocken und anfangen zu trinken. Hello! Who's that? What's going on here? Oh, da sind aber viele. Wer ist das? Who's that? Die beiden haben kein Interesse an uns. Brolga meint, dass sie wohl lieber ihre Ruhe haben wollen. Das hier ist ein guter Schlafplatz für die Kängurus. Siehst du hier? Ganz frisch. Oh ja, hier sind lauter Kuhlen. Schaut mal. Diese Kuhle ist ein Schlafplatz. Ah, in der Kuhle ist es natürlich auch viel bequemer, als wenn man jetzt auf dem flachen Boden liegt. Und es ist etwas kühler. Deshalb gräbt sich das Känguru erst eine Kuhle, bevor es sich zur wohlverdienten Ruhe niederlässt. Das hier ist ihr Lieblingsschlafbaum. Der Baum hat viele kleine Blätter und die spenden richtig gut Schatten. Tagsüber, wenn es sehr heiß ist, schlafen die Kängurus unter den Bäumen hier. Wir nennen diesen Baum den Witchetty-Busch. Witchetty-Busch. Die Kängurus halten Siesta. Es ist einfach zu heiß, um sich zu bewegen. Die Tiere waren die ganze Nacht über auf und haben gefressen. Jetzt ist Verdauen angesagt. Ihren Platz wechseln sie mit dem Lauf der Sonne. Unter einem Baum gibt es mehrere Kuhlen. Wenn die Sonne wandert, folgt das Känguru. Dadurch liegt es immer im kühlen Schatten und nie in der prallen Sonne. Hier, die bösen Jungs muss ich von den anderen Kängurus getrennt halten, denn die Männchen lieben das Kickboxen. Und wenn sie keine Angst vor Menschen haben, greifen sie auch die an. Uff, von so einem Muskelpaket möchte ich keine gewischt kriegen. Woher weiß ich denn, wann ein Känguru nicht mehr gut drauf ist und jetzt vielleicht attackieren würde? How do I know a kangaroo would attack? Es sind nur die Männchen, die gerne kämpfen. Wenn sie zeigen wollen, dass sie kampfbereit sind, stehen sie auf, wie Menschen, mit aufgerichtetem Oberkörper. So wie du jetzt. Das ist für ein Männchen die Aufforderung zum Kickboxen. Kickboxing. Okay, so it's better to go down. Yes, yes. Wir bleiben unten. Yes. Je größer du bist, desto eher wirst du angegriffen. Wenn wir beide im Busch wären, würden sie mich angreifen. Ah, okay, gut zu wissen. Oh nein, wo will der denn hin? Zum Glück nicht zu uns. Auch wenn er ganz gemächlich springt, mit nur einem Sprung kommt er ganz schön weit. Boah, habt ihr gesehen, wie weit das Känguru gesprungen ist?
3 Meter aus dem Stand. Ich zeige euch mal, wie weit das ist. Das ist ganz schön weit, oder? Ich schau mal, wie weit ich komme. 1, 2, 3. Ha! 1,40, nicht mal die Hälfte. Und wenn ein Känguru richtig Gas gibt, springt es mehr als 9 Meter. Springen ist für Kängurus die kraftsparendste Fortbewegung. Aber wie wir auch, chillen sie lieber, vor allem wenn es heiß ist. Ihr wollt noch mehr Kängurus sehen? Kein Problem, los geht's. Das ist das zweitgrößte Känguru in Australien, das graue Riesenkänguru. Ein stehendes Männchen ist etwa so groß wie ich. Es ist kleiner und schmaler als das rote Riesenkänguru. Aber beim Boxen könnte es genauso gut austeilen. Okay. Und warte, langsam, langsam, langsam. Eine Nummer kleiner, das Kangaroo Island Känguru. Und dann haben wir noch die Kleinsten in der Känguru-Familie. Schaut mal, der kleine Kerl hier geht mir nicht mal bis zur Hüfte, aber trotzdem haben wir die gleiche Schuhgröße. Sie werden nicht Känguru, sondern Wallaby genannt. In der Auffangstation hat Brolger einen Anruf bekommen. Ein verwaistes Känguru-Baby wurde gefunden. Hi. Da ist es auch schon. Ich bin erleichtert. Es wirkt noch ganz munter. Brolger fragt, ob die Familie dem Känguru Milch gegeben hat. Nein, nur Wasser, erklärt die Mutter. Hat sie schon einen Namen? Maxine. Maxine, that's a cool name. Brolger ist froh, dass Maxine nur Wasser bekommen hat. Von normaler Kuhmilch würde sie krank werden. Wichtig ist, dass Maxine jetzt in den Beutel kommt. Darin fühlt sie sich gleich wohler. So, als wäre sie im Beutel ihrer Mutter. Den würde sie freiwillig noch nicht verlassen, weil sie dafür noch zu jung ist. So, was machen wir jetzt mit der kleinen Maxine? Nun, wenn wir ein neues Känguru-Baby bekommen, kennen wir seine Geschichte nicht. Wie lange ist es schon ohne seine Mutter? War es nachts der Kälte schutzlos ausgeliefert? Denn wenn das so war, dann könnte es Probleme mit den Lungen geben. Okay, Schwierigkeiten beim Atmen. Deshalb werde ich ihre Lungen abhören. Kann ich sie mal haben? Brolger will wissen, ob Maxine sich erkältet hat oder vielleicht sogar eine Lungenentzündung bekommen hat. Okay. Good. Zum Glück hört er kein verdächtiges Geräusch auf den Lungen. Good. Good. Nothing. Nichts drauf, sehr gut. She's healthy. Sie ist gesund, sagt Brolger. Jetzt setzt er Maxine auf den Boden, weil er wissen will, ob sie verletzt ist. Maxine. Doch sie hüpft gleich los. Hey, that's good. That's good. Brolger ist sehr zufrieden, denn wenn Maxine springen kann, hat sie sich nichts gebrochen. Das kleine Känguru hat überhaupt keine Angst vor uns. Und bei mir versucht sie in den Beutel zu klettern. Sie weiß ja nicht, dass ich gar keinen habe. Und jetzt gibt es endlich was zu trinken. Eine speziell angerührte Kängurumilch. Maxine kennt sowas nicht. Ein Fläschchen mit einem Nuckel. Das ist total neu für sie. Sie kennt nur die Zitze. Es ist gar nicht so einfach für Maxine, den Nuckel zu packen. Manche Kängurubabys brauchen mehrere Tage, bis ihnen das gelingt. Brolger hofft, dass das bei Maxine schnell geht. Je länger sie keine Nahrung bekommt, desto schwächer wird sie. Yes, that's good. Ah, see? Maxine trinkt gierig. Sie war hungrig. And if you look at it, she starts to go to sleep. Schläft jetzt gerade ein. Ich bin froh, dass es bei ihr so gut funktioniert, sonst würde ich mir echt Sorgen machen. Glaubst du denn, sie vermisst ihre Mama? Ich denke schon. Aber je länger du sie hältst und ihr warme Milch gibst, desto wohler fühlt sie sich. Und dann geht es ihr wieder gut. Okay.
Das fällt mir nicht schwer, sie ganz viel zu kuscheln. Das machen Kängurumütter auch. Sie haben immer ganz viel Körperkontakt mit ihren Jungen. Rolger sagt, dass wir Maxine zur Toilette bringen sollen. Okay. Okay. Wie so machen wir das? What we do there. Was wir dafür tun müssen, nun, hier der Boden ist Ihre Toilette. Kann ich sie bitte mal haben? Wir wollen jetzt sehen, ob Ihr Verdauungssystem richtig arbeitet, ob alles gut durchflutscht. Also, ob sie klein und groß machen kann. Das gehört also zum Gesundheitscheck dazu. Wir setzen sie wieder auf den Boden. Ich nehme sie so hoch. Das hier ist ihr Intimbereich. Ich berühre ihn so. Und das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sie gesund ist. Rolger nimmt seinen Finger, damit Maxine Pipi machen kann. Die Kängurumutter benutzt dafür ihre Zunge. Da Maxine noch im Beutel wäre, würde die Mutter das Pipi runterschlucken, damit der Beutel sauber bleibt. Gut, Maxine. Alles geschafft. Und jetzt zurück in den Beutel. Schwupps. Sibubben. Okay. That's it. Lift it up. Ich packe sie zwischen zwei andere Känguru-Babys, die schon bei Rolger leben, damit sie es warm und kuschelig hat und sich nicht alleine fühlt. Schaut mal, wie niedlich die drei. It's okay. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Ich bin in Australien und treffe Rolger in seiner Känguru-Auffangstation und darf gleich zwei junge Kängurus füttern. Die Auffangstation ist riesig. Für die über 50 Tiere, die hier leben, ist es genauso wie in der Wildnis. Mit diesem Ruf sage ich den Kängurus: Hallo, wir kommen! Wenn ein Känguru gemächlich läuft, hinterlässt es eine Schleifspur im Sand. Keine Angst, das war keine Schlange. Kängurus halten tagsüber Siesta. Sie legen sich in eine Kuhle unter einem Baum und wechseln diese mit dem Lauf der Sonne. Ah, in der Kuhle ist es natürlich auch viel bequemer, als wenn man jetzt auf dem flachen Boden liegt. Wow. Dieses Muskelpaket ist ein Männchen. Und die sind Meister im Kickboxen. Am Nachmittag hat eine Aborigine-Familie ein verwaistes Känguru-Baby vorbeigebracht. Zum Glück ist die Kleine kerngesund. Sie ist nur sehr hungrig gewesen. Das fällt mir nicht schwer, sie ganz viel zu kuscheln. Nach dem Trinken will sie in meinen Beutel hüpfen. Schade, dass ich keinen habe. So, Maxine und ich, wir machen jetzt ein Beuteltraining, denn sie muss lernen, wie man richtig in den Beutel reinhüpft. Und ich muss lernen, wie ich sie dann richtig hochnehme. Maxine, bist du bereit? Ja, gut, los geht's. Also, wir nehmen diese Tasche als Beutel. Ja. Wenn du die Tasche Maxine anbietest und sie dann reinhüpft, nimmst du die Tasche hoch. Schau genau zu. Okay. Maxine, komm mal her. Oh. Now lift it up. That's it. Mal schauen. Gut. Na, das klappt ja schon super, Maxine. Okay. Ich glaube, ein bisschen müssen wir noch üben, aber es sah doch schon nicht schlecht aus für den Anfang, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wir zwei kuscheln noch ein bisschen. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und